Ich begrüße euch ganz herzlich zu einem neuen Testvideo hier auf meinem YouTube-Kanal. Wie immer freue ich mich, dass ihr auch diesmal dabei seid und bei mir zuschaut, denn heute gibt es das hier bei mir im Test. Wir haben von der Firma Nestle die Milky Bar, jawohl, Cookies and Cream, eine weiße Schokolade mit Kakaokeksstückchen. Ja, hier oben seht ihr schon, wie sie gleich aussehen soll. Wir haben eine 90 Gramm Packung bezahlt, habe ich dafür 2,79 Euro und gekauft habe ich diese Sorte bei World of Sweets. Gut, dann würde ich sagen, wie immer, wir fangen sofort an, denn ihr wisst genau, auf meinem Kanal geht es nur um eins und das ist und bleibt natürlich der Geschmack. Also Glück wie immer, auf damit und raus, oh nein, und raus damit. Ja, ihr seht schon, was ist das? Ja, ein Trümmerhaufen kommt uns entgegen. Egal, ich lege es ein wenig anders hin und dann probieren wir sie. So, und dann geht es auch schon weiter. Die Schokolade liegt samt Verpackung auf dem Testteller, wird jetzt gleich probiert. Ja, ich habe natürlich schon gemerkt, dass die durchgebrochen ist, aber ich hatte eigentlich gedacht, die ist nur an ein oder zwei Stellen gebrochen. Ja, aber dass sie so kaputt ist, naja, egal. Am Geschmack ändert es ja nichts, deswegen ist es gar nicht so schlimm. Okay, wir schauen sie uns jetzt nochmal aus der Nähe an, die Schokolade. So, schaut mal, hier kann man auf jeden Fall schon diese leckeren Kakaokeksstückchen drin erkennen. Ja, scheinen relativ viele zu sein. Alles klar, dann probiere ich mal. Geruchsmäßig eher neutral. Super. Und direkt beim ersten bisschen schmeckt man natürlich die leckere weiße Schokolade raus. Sehr zart schmelzend im Mund. Die leckere Kakaokeksstückchen schmeckt man auf jeden Fall auch gut raus. Die haben einen schönen Eigengeschmack. Also die gehen jetzt nicht unter in der weißen Schokolade. Es sind auch wirklich relativ viele drin. Hier kann man noch mal schauen. Richtig gut. Ja, weiße Schokolade mag ich sowieso sehr, sehr gerne. Wirklich eine absolute Top-Schokolade. Schmeckt mir richtig, richtig gut. Würde ich auf jeden Fall noch mal kaufen. Mega gut. Dann zeige ich euch jetzt noch mal die Verpackung von der Rückseite mit den Zutaten und den Nährwerten. Dann gibt es schon mal eine Bewertung. Ja, hier kann es natürlich nur eine Bewertung geben, den Dreifach-Daumen nach oben. Die beste Bewertung, die es hier bei mir auf dem Kanal zu vergeben gibt. Ganz klare Kaufempfehlung. Ja, wenn ihr bereit seid, 2,79 Euro für 90 Gramm auszugeben, dann lohnt sich das auf jeden Fall in dem Falle, weil die Schokolade schmeckt wirklich sehr, sehr gut. Schöner, intensiver, weißer Schokoladengeschmack. Wie gesagt, das Ganze schön zart schmelzend. Und dann mit diesen leckeren Kakaokeksstückchen. Also wirklich eine geniale Kombination. Ich empfehle euch, diese Schokolade wirklich mal zu probieren. Gut, dann war es das schon wieder mit meinem kleinen Testvideo. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, wie immer, lasst mir einen Daumen nach oben da. Ihr könnt natürlich auch gerne meinen Kanal kostenfrei abonnieren. Und wenn ihr mögt, schaut doch auch gerne morgen wieder bei mir rein. Morgen kommt schon der nächste Test. Die gibt es immer täglich. Ich würde mich freuen, wenn ihr auch morgen wieder dabei wärt. Dann sage ich vielen Dank fürs Zuschauen, macht's gut und bis zum nächsten Video. Sagt euer Atzenberger.